Jetzt als nächstes wird, glaube ich, was gibt es eine Premiere? Und zwar wird das erste Mal die Weizenbaumedaille verliehen. An jemanden, der sie auch wirklich verdient hat. Und Hans-Jörg Kriowski wird die Laudatio für den Preisträger halten. Laudator und Preisträger kennen sich gut, mindestens aus Bremen, wo sie beide den Studiengang Informatik mit aufgebaut haben. Und ich kann nur sagen, dass der Preisträger auf jeden Fall meine große Hoffnung im Studium war und später dann auch bei der Promotion ein großer Lichtblick der Informatik. Ja, also es handelt sich tatsächlich heute um eine Premiere. Auch diese Premiere hat natürlich eine gewisse Vorgeschichte. Da will ich ganz kurz drauf eingehen, bevor wir dann zur eigentlichen Laudatio kommen. Die werden natürlich nicht ich halten, da bin ich, glaube ich, nicht dazu in der Lage, das so dann, wie Andrea ja schon gesagt hat, Hans-Jörg Kriowski machen. Lieber Wolfgang Koi, liebe Mitglieder des FIF, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Gäste. Zweimal hat das FIF in seiner nun fast 35-jährigen Geschichte einen FIF-Preis verliehen. Also nicht die Weizenbaum-Medaille, sondern einen FIF-Preis. Und zwar 1998 an Josef Weizenbaum selbst für seine Verdienste und seinen Einsatz für Verantwortung in der Informatik. Verantwortung in der Informatik. Seine Auseinandersetzung mit ethischen Fragen des Computereinsatzes und der Technikentwicklung haben viele Menschen innerhalb und außerhalb der Informatik angeregt, sich selbst damit zu beschäftigen, die eigene Verantwortung zur Kenntnis zu nehmen und sich ihr zu stellen. Und wir haben einen Preis verliehen 2001 an David Lorch Parnas, der 1985 den Beraterkreis des US-Präsidenten, damals Ronald Reagan, für die Strategic Defense Initiative verlassen und damit ein vorbildliches Beispiel für die Wahrnehmung professioneller Verantwortung als Informatikexperte gegeben hat. Und wir wollen heute an diese Tradition anknüpfen, indem wir erstmals die Weizenbaum-Medaille verleihen. Wir wollen mit dieser Weizenbaum-Medaille Persönlichkeiten auszeichnen, die sich in besonderer Weise um das Themengebiet Informatik und Gesellschaft durch wissenschaftliche Leistungen, politisches Wirken und persönliches Handeln verdient gemacht haben oder durch ihr Handeln selbst dazu beitragen, die Anwendung der Informatik am Nutzen der Gesellschaft und der Menschen auszurichten. So war unsere Ankündigung. Wir verleihen die Weizenbaum-Medaille heute an Professor Dr. Wolfgang Koi und ich würde ihn jetzt gerne auf die Bühne bitten. Ja, wir haben eine Urkunde vorbereitet. Ich werde jetzt den Urkundentext verlesen, dann die Urkunde natürlich überreichen und dann wird Hans-Jörg die eigentliche Laudatio halten. Das Forum Informatikerinnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung e.V. verleiht die Weizenbaum-Medaille an Professor Dr. Wolfgang Koi für seine außerordentlichen Verdienste um das Themengebiet Informatik und Gesellschaft. Als Professor für Informatik in Bildung und Gesellschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin hat er das Fach Informatik und Gesellschaft in Forschung und Lehre einzigartig, beispielhaft und maßgeblich ausgestaltet. Es ist ihm zu verdanken, dass mit der Theorie der Informatik diese technische Disziplin eine wissenschaftstheoretische Fundierung erfahren hat. Seit Jahrzehnten findet durch massiven Computereinsatz und weltweite digitale Vernetzung eine umfassende Umwälzung in allen Bereichen der Gesellschaft statt.
Wolfgang Keu gehört zu den wenigen, die damit verbundenen gesellschaftlichen Prozesse kompetent und kritisch analysieren. Er beschreibt den kulturellen Wandel als Ablösung der Gutenberg-Galaxis durch die Turing-Galaxis. Wolfgang Keu ist ein Gelehrter und Aufklärer, dem es um Wissenschaftlichkeit, Erkenntnisgewinn und Aufrichtigkeit geht, was im akademischen Bereich leider keine Selbstverständlichkeit ist. Berlin, den 29. September 2018. So, und dann darf ich Hans-Jörg Kirowski um seine Laudatio bitten. Ja, lieber Wolfgang, du darfst dich gerne erst noch mal wieder hinsetzen. Ja, ein paar Minuten. Ja, eigentlich müsste ich wahrscheinlich gar nicht so viel Lob reden, weil der Beifall mir zeigt, dass eigentlich alle im Raum wissen, dass du diesen Preis auf jeden Fall verdienst. Aber ein paar Worte der Begründung will ich schon noch sagen. Also lieber Wolfgang, liebe Anwesende, es ist mir eine Ehre und Freude, Lob reden zu dürfen. Es gibt eine schriftliche Fassung der Laudatio, die kann man angucken, runterladen von der FIFCON-Seite unter diesem Programmpunkt. Da steht eben Laudatio als Link. Die mündliche Fassung ist wesentlich unsystematischer. Ich werde einfach vier Schlaglichter setzen und dann noch etwas nachklappen lassen. Ja, das kam auch im Gutachten schon vor, aber ich will es nochmal aufgreifen. Die Informatik verdankt Wolfgang, dass sie eine Theorie der Informatik besitzt. Er hat ein Projekt ins Leben gerufen, hat Mitstreiterinnen und Mitstreiter gefunden. Das war zum guten Teil schon in seiner Zeit in Bremen von 79 bis 96 im vorigen Jahrhundert. Aber immerhin. Und die haben eben zusammen sich überlegt, wie eine wissenschaftstheoretische Fundierung der Informatik aussehen kann und da auch die ersten Schritte unternommen. Wolfgang insistiert seitdem darauf, dass Informatik eine Theorie braucht in Ergänzung oder auch in Gegenüberstellung zur theoretischen Informatik, die einfach nur eine mathematische Fundierung liefert. Und ich kann das sehr gut verstehen. Als theoretischer Informatiker, mathematische Fundierung heißt einfach nur, das Formalisierbare und logisch Analysierbare zu betrachten und dann mit Glück auch was beweisen zu können. Aber Informatik besteht eben aus viel, viel mehr. Insbesondere gibt es viele Menschen, die daran arbeiten und betroffen sind, und die sind in keiner mathematischen Theorie mit behandelt. Also das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Und wie gesagt, das denke ich, verdanken wir ihm. Ich denke auch, andere Ingenieurswissenschaften und technischen Wissenschaften täte es gut, so etwas zu haben. Aber die haben es alle nicht, kriegen es vielleicht mal. Turing-Galaxis war auch schon im Gutachten angesprochen. Wir leben in sehr bewegten Zeiten, politisch auf jeden Fall, aber auch aus technologischer Sicht, was so heute fast immer unter Digitalisierung nicht allzu treffend bezeichnet wird, ist ja ein Prozess, der einige Jahrzehnte bereits läuft. Computerisierung, also Einsatz von Computern und ihre weltweite Vernetzung findet eben schon sehr, sehr lange statt, wird gemacht von interessierten Kreisen mit sehr viel Geld und sehr viel sonst dem Einsatz. Nicht? Und wichtig dabei ist eben auch zu bedenken,
Computer und die Vernetzung sind ja nur das technische Vehikel, was man dazu braucht, um all diese Anwendungen, die dort mitgemacht werden und die so wichtig sind, sind ja Menschen, die sich algorithmische Verfahren ausdenken und die dann als Programme auf die Computer bringen. Die Computer alleine machen ja überhaupt gar nichts. Und da ist ja die große Frage, was findet da eigentlich statt? Nicht, denn das hat im militärischen Bereich angefangen, hat aber in der Zwischenzeit ja praktisch alle gesellschaftlichen Bereiche ergriffen. Ich will die gar nicht alle aufzählen, ist ja auch stark im Alltag, unser aller Alltag angekommen. Ich selber bin ja in der Zwischenzeit schon etwas älter und immer noch ein bisschen irritiert, wenn in der S-Bahn die meisten Leute gebeugt über ihrem Handy darauf rumtippen. Aber das ist halt ein Stück unserer sozialen Wirklichkeit und muss man halt einfach einschätzen. Aber die Frage ist eben, was ist da eigentlich passiert? Wie muss man das bewerten? Und das wird ja ganz oft eingeschätzt als eine weitere Phase, oft wird es die vierte genannt, der industriellen Revolution. Aber ich denke, Wolfgang hat da völlig recht, dass das sogar eher noch zu kurz gegriffen ist, sondern dass es sich eben um einen kulturellen Wandel, kulturelle Revolution handelt von großem Ausmaß. Und das ist eben gerade in diesem Wort Turing-Galaxis der Begriff, der von ihm geprägt worden ist, sehr gut ausgedrückt. Nicht mit der Schrift vor einigen tausend Jahren haben die Menschen geschafft, ihr Wissen nicht bloß immer durch Weitererzählen tradieren zu müssen, sondern konnten das eben auch in schriftlichen Dokumenten festhalten. Mit dem Buchdruck und deshalb Gutenberg-Galaxis wurde es möglich, dass nicht bloß eine ganz kleine Zahl lesen und schreiben konnte und dass es nur ganz wenig, also kopieren war ja auch äußerst schwierig, musste man immer abschreiben. Mit dem Buchdruck war auf einmal möglich, dass viele Menschen eben an viele Dinge in vervielfältigter Form kommen konnten. Und mit der Einführung der Computertechnik ist noch mal ein Schritt weitergeführt worden. Also erstens mal kann man eben die Informationen noch viel, viel schneller und vervielfältigter in die Welt tragen. Aber was eben auch sehr wichtig ist, alle anderen Medien, die ja neben dem Buchdruck vorher bestanden sind, im Grunde genommen verschmolzen in diesem einen Computer, ist ja nicht bloß einer, aber in diese Technik. Und das geht auch weit über die Verarbeitung von Informationen hinaus. Wir können ja nahezu alle technischen Prozesse computergesteuert in der Zwischenzeit durchführen. Also von daher ist, denke ich, Turing-Galaxis eine gute Charakterisierung, denn Turing ist halt der, der nicht nur selber einer der ersten Computer mitgebaut hat, sondern in seiner 1936 erschienenen Publikation im Grunde genommen erklärt hat, was Berechenbarkeit überhaupt ist, in einer Form, die bis heute gültig ist. Ich würde gerne ein Beispiel aus seinem Werk ansprechen, 1985 im Rotbuch Verlag erschienen, ein Büchlein, 160 Seiten, also gar nicht dick, aber ich denke von äußerst interessant, denn er hat heute, wenn heute jemand sagt, also Roboterisierung ist ein Prozess, der ganz wichtig ist, dann werden ihm viele zustimmen können. Aber 1985 war das noch keineswegs so klar. Insofern war das sehr weitsichtig von Wolfgang, das überhaupt aufzugreifen als Thema. Und er hat das nicht einfach nur aufmerksam gemacht, da findet was statt, sondern hat das auch gleich in einen Prozess eingegliedert, historischen Prozess, der seit der Renaissance in vielen technischen Beispielen zu sehen ist, nämlich den Versuch der Menschen, eine Art zweite Schöpfung zu schaffen, die Natur nachzubauen. Und das kumuliert ja einfach in der starken KI in dieser Zeit, die dann eben sich aufgemacht hat,
denkende Maschinen zu bauen, und zwar mit dem Anspruch, Maschinen zu bauen, die besser denken können als der Mensch. Denn nur genauso schlecht denken, das war ja nicht Anspruch genug. Und was eben Wolfgang in dieser Schrift geschafft hat, ist, das als Fantastereien zu entlarven. Und da das ja heute wieder ganz aktuell auf der Tagesordnung steht, solche Vorhaben in kleineren und im größeren Umfange, wäre ich eigentlich dafür, dieses Büchlein als Pflichtlektüre aller Robotiktreibenden durchzusehen. Ja gut, das ist keine, hat keine Chance. Dass Wolfgang Keul Mr. Informatik und Gesellschaft ist, das wissen viele. Er ist natürlich auch überhaupt gar nicht der Einzige, der in diesem Bereich Informatik und Gesellschaft arbeitet und gearbeitet hat. Aber das ganz Besondere, glaube ich, ist, soweit ich das sehe, ist er der Einzige, der eine Schule gegründet und hervorgebracht hat. Nicht die Schule der Koyanerinnen und Koyaner, die in der Zwischenzeit schon selber viele Zeichen gesetzt haben, auch auf dieser Tagung wieder, das auch noch weiterhin tun werden. Und ich denke, Wolfgang ist gerade 70 Jahre alt. Der Preis ist vielleicht auch so eine Art kleines nachträgliches Geburtstagsgeschenk zum 70. Aber 70 ist für intellektuelle Arbeit überhaupt gar kein Alter. Also auch von dir erwarten wir noch vieles. Deshalb ist das auf keinen Fall Lebenswerkpreis, sondern Verdienstpreis. Ja, vielleicht eine persönliche Bemerkung zum Schluss. Du hast das schon gerade angesprochen, Wolfgang und ich kennen uns sehr lange. Wenn ich das richtig konstruiere, seit 1977 haben wir uns auf einer internationalen Konferenz in Posen getroffen, und da hat Wolfgang noch, wie ich heute immer noch in der theoretischen Informatik, seine Verdienste erworben. Er hat damals endliche Automaten in Labyrinthen gefangen, beziehungsweise sich damit beschäftigt, wie die da wieder rauskommen. Nicht? Und das ist ja legendär. Da ist ein wichtiger Punkt der berühmte Ariadne-Faden. Und das andere sind die Steinchen, die im Mondschein dabei helfen, Hänsel und Gretel wieder aus dem Wald zu führen. Also historische Anknüpfungspunkte gab es immer schon. Wir haben uns immer wieder getroffen. Wir haben 14 Jahre in Bremen zusammen die Informatik gerockt, vielleicht könnte man sagen. Ich bin froh, dass ich dich das so gesehen ein Freund nennen kann. Wolfgang, herzlichen Glückwunsch. Ja. Was muss ich nur machen? Das war's. Könnt ihr mich alle hören? Ja. Toll. Ja, als diese Nachricht zu mir durchdrang, war ich schon geplättet, muss ich sagen. Also ich bin auch jetzt noch nicht sicher. Ach so, ja, das ist schon okay. Da kommt gleich auch gerne, bitteschön, ein Bild. Ich bin auch jetzt noch nicht sicher, ob ich diese Medaille verdiene, aber mit der Theorie der Informatik, ja, das habe ich immer als Aufgabe formuliert, und ich glaube nicht, dass ich bisher
sehr weit gekommen ist, aber es ist schön, wie Leute wie Jörg etwa zeigen, dass es in einem Seitenflügel dem Datenschutz vorangeht irgendwie, aber manchmal auch nicht. Ja, so ist das eben. Ja, dann habe ich überlegt, ob ich dem Pfiff angemessen über den Militärhaushalt der Amerikaner reden soll, da der Präsident ja mitgeteilt hat, dass zu seinem Entsetzen der deutsche Militärhaushalt nur halb so groß ist, prozentual. Ich habe eine einfache Lösung. Er kann seinen Militärhaushalt halbieren und dann sind wir auf gleicher Ebene. Und wenn ich die Struktur der amerikanischen Militärfirmen angucke, ist er dann auch nicht mehr Präsident. Aber ich glaube, es wird er nicht machen. Und deswegen habe ich gedacht, ich rede über ganz was anderes, nämlich über die in dieser Tagung zum ersten Mal sehr deutlich sichtbare Zusammenarbeit vom FB8, der Gesellschaft für Informatik, mit der FIF. Das ist nach so vielen Jahren eine tolle Entwicklung. Ich selber habe mich gar nicht getraut, das in den letzten Jahren noch anzusprechen, obwohl ich in beiden, nicht alleine, in beiden Organisationen aktiv bin und auch glaube, dass sie zusammengehören. Dahinter steht freilich etwas. Die FIF ist von ihrer Geburt an eine Organisation, die sich um Ethik kümmert. Das war der Grund, warum sie entstanden ist. Und jetzt will ich nicht das rumdrehen und sagen, die GI ist das nicht, sondern die GI hat sich damit sehr viel schwerer getan und sie tut sich selbst heute noch schwer damit, aber nur noch an so Rändern. Und darüber will ich kurz reden. Ach, hättest du was gesagt, ich hätte eine halbe Stunde abgegeben. Okay, also ich will drüber sprechen, wie werden Konflikte im Diskurs gelöst? Wie können Menschen Konflikte lösen, wenn sie miteinander arbeiten? Will an der Stelle auch erläutern, warum ich denke, dass die Informatik ein bisschen zu kurz kommt, wenn sie sich zu sehr auf die mathematische Seite legt. Im Übrigen ist es wahrscheinlich einfach so, ich war kein so guter theoretischer Informatiker, deswegen bin ich lieber mal. Ja, es fehlt insbesondere, ich habe das, als ich die Koreaner gesehen habe und Koreanerinnen, die waren mir bisher nicht bekannt, aber was ich wirklich vermisse, ist das Keusche Lemma. Das habe ich nie wirklich in die Mathematik reingebracht und da kann man nichts machen. Nicht, das ist jetzt auch nicht mehr. Das ist auch mit 70 nicht mehr drin bei mathematischen Fragen. Ich will kurz unsere Vergangenheit als Akademiker, ist ja angesprochen worden schon in anderen Arbeiten. Wir haben die griechische Vergangenheit, das ist überhaupt keine Frage. Und die kann man dann weiterverfolgen, wenn man will, indem man nach Ägypten guckt oder nach Osten guckt und so. Aber Griechenland ist unser Bezugspunkt für das heutige Europa. Jedenfalls, Punkt. Und ich habe ein paar Leute rausgedeutet, weil die was mit der Frage von Argumentation und Überzeugung und Logik zu tun haben. Da ist erstmal Sokrates. Laut Brecht ein Schuster, das stimmt nicht, er war Bildhauer oder Steinmetz, ja, nach allem, was ich weiß. Brecht war das egal, der hat an der Stelle gerne mal auch was anderes. Er fand es proletarischer, wenn er Schuster ist. Lungerte auf dem Marktplatz rum, vielleicht auf der Suche nach Kunden, und belaberte alles, besonders die Jugend. Wir wissen nicht viel über ihn, weil er nichts aufgeschrieben hat. Es ist genau diese Kippe der Schriftlichkeit, von der du gesprochen hast, der ich nebenbei noch gerne die Zahlen nebendran adjungieren würde, weil das für uns ja so wichtig ist, die Zahlen und Zahlsysteme. Der zweite ist Platon, sein Schüler. Der hat das mit der Frage der Argumentation relativ einfach gelöst. Also er beschreibt Sokrates in der Weise, die, glaube ich, sehr unangemessen ist über viele Strecken. Die Dialoge sind keine Dialoge, sondern Rechthaberei.
Und das ist leicht, wenn der andere ganz jung ist und autoritär fixiert ist, dann muss er dauernd zugeben, ja, da hast du völlig recht, Sokrates. Aber das ist nicht das interessante Gespräch. Und ich glaube auch nicht, dass Sokrates so gearbeitet hat. Nur so am Rande. Platon hat so gearbeitet, indem er schlicht mitgeteilt hat, wie es richtig ist. Ein Modell der modernen Schule und Hochschule. Ein nicht mehr so ganz haltbares Modell, glücklicherweise. Es gibt doch gelegentlich Widerspruch und auch produktiven Widerspruch. Sein Schüler Aristoteles war schon anders. Der hat aber so eine gewisse Innerlichkeit entwickelt, er hat nach Begriffen gesucht und war, was die Kommunikation angeht, wohl nicht so stark ausgeprägt, schon gar nicht wie Sokrates, aber eben auch nicht so autoritär wie Platon. Und dann habe ich den Euklid dazu genommen, weil der geht plötzlich in eine ganz andere Richtung. Und ich finde es faszinierend, wie die griechischen Bildhauer und ihre römischen Kopisten diese Sachen alle ziemlich gut rausgearbeitet haben. Wenn man den Euklid anguckt, dann sieht man diese Innerlichkeit des Mathematikers, von dem es in den Witzen heißt, dass ein Mathematiker, wenn er mit jemand anderem spricht, ständig auf seine Fußspitzen guckt. Und ein angewandter Mathematiker dagegen guckt auch auf die Fußspitzen, aber die von dem anderen. Der guckt auf seine eigenen, aber trotzdem hat er natürlich was Großartiges gemacht. Er hat dieses Axiomensystem für die Mathematik entwickelt. Natürlich gibt es, Platon hat durchaus andere Bezugspunkte, wenn man so will, nämlich die Schriftreligion. Hier hervorragend von einem stellvertretenden Präsidenten der National Rifle Association dargestellt, als Moses mit den Schrifttafeln. Ja, das ist das Hollywood-Modell von ich habe Recht und du bist ruhig. Das liegt uns natürlich allen auf den Schultern, weil das ist unsere Kultur. Aber diese Rechthaberei, abgeleitet hier an der Stelle natürlich von ganz, ganz oben, die ist ein schwieriges Problem, wenn man ernsthaft argumentieren und wissenschaftlich arbeiten will und politisch arbeiten will. Da kann man so nicht vorgehen, da soll man so nicht vorgehen können, geht leider ganz vieles. Ja, mit Twitter wäre er noch viel größer rausgekommen, muss man klar sehen. Ja, Sprung. In das frühe Mittelalter, universitäre Ausbildung geht weit zurück, auch wieder auf die Griechen und die Römer, aber die Geburt der Universität heißt, wir haben sowas wie Bachelor, nämlich vier Fächer, könnte man allerdings auch mit Abitur eher übersetzen. Die Leute waren auch jünger, muss man dazu sagen. Und das sind eben vier Fächer. Ich sehe das hier nicht so richtig, was habe ich? Da ist einmal die Geometrie natürlich ganz, ganz wichtig. Die Astronomie. Die Musik. Aus dem Verständnis eine mathematische Wissenschaft, wegen der Harmonielehre, die nicht so ganz hinkommt, aber mit der Astronomie zusammen die Himmelssphären beschreiben kann. Also man lernt noch mehr Mathematik und dann gibt es tatsächlich sowas wie die Dialektik. Jetzt muss ich selber mal gucken, dass ich hier alles schön hintereinander habe. Gut. Das eigentliche fortgeschrittene Studium ist dann, dass man wieder über Mathematik redet, dass man den Streit untereinander redet, dass man miteinander zurechtkommen muss. Es sind letzten Endes die Fächer Theologie, Jura, und Medizin, da ist die Mathematik weg. Plötzlich ist die Frage, wie man angemessen argumentiert, wie man sich verständigt, die ist gar nicht mehr im Zentrum. Das wird unterstellt, dass man es alles kann. Man hat es gelernt, nicht? Und da ist insbesondere, wenn man die drei anschaut, Theologie, Jura und Medizin für die
mittelalterliche Universität, die haben völlig verschiedene Argumentationsweisen. Die sind überhaupt nicht zusammenzubringen. Auch wenn die Juristen gerne versuchen, mathematisierend zu reden, die Theologen vielleicht auch, wer weiß es, und die Mediziner, tja, wer halt hat recht, aber es gibt auch eine wissenschaftliche Medizin, die noch anders vorgeht. Kompliziert. Kant als Rektor der Königsberger Universität wollte damit aufräumen. Er wollte sie eigentlich alle rausschmeißen aus der Uni. Und es wäre nur die Philosophie, zu der immerhin die Mathematik irgendwie gehörte, übrig geblieben. Hat er aber nicht geschafft. Stattdessen ist die, also selbst der Rektor der Königsberger Uni und im deutschsprachigen Raum absolut führender Philosoph, der konnte auch nichts gegen die universitären Strukturen machen. Das muss man vielleicht mal als Trost empfinden. Stattdessen sind neue Fächer entstanden aus der Naturphilosophie, die Naturwissenschaft. Die Philosophie ist reingeschoben worden, das war Kants großes Verdienst. Später kommen Geisteswissenschaften, was immer das ist. Und um 1900 rum, 1890, die Technik, deren Größe wir ja in diesem Gebäude hier und der Umgebung sehen können. Nicht? Auch das war ein gewaltiger Sprung. Sehr zum Ärger der Humboldt-Uni, die damals noch Friedrich-Wilhelm-Universität hieß. In der Frage, wie man argumentiert, gibt es über den Euklid, der das Standardschulbuch für die Mathematik war, für die Geometrie, weil die griechische Mathematik hat keine Arithmetik in dem Sinne wirklich betrieben. Arithmetik war nur eine Variante von Geometrie, mit Zahlen halt. Nicht? Aber eigentlich haben sie in der Mathematik geometrisch gedacht. Und da ist der Euklid mit seinen Axiomen und seinen Regeln das Zentrum. Und Newton, der im Übrigen an die Börse glaubt und an ein sehr seltsames religiöses Bild hat von der Welt, der glaubt, dass wir die Erde 4700 entstanden ist, also er würde in die moderne Welt gut reinpassen, dieser Newton, der also alles Mögliche gemacht hat, der hat die Physik auf eine axiomatische Basis gestellt. Er redet von Axiomen der Physik. Das ist das Faszinierende. Und das Ganze klappt wunderbar, bis dann so jemand wie Einstein kommt. Aber das ist ziemlich lange für, naja, der Euklid hält 2500 Jahre, der Newton hält 200. Ist ja auch was. Ist ja auch eine schwierigere Theorie. Seine Optik ist ein super Beispiel. Ein Buch, in dem das sind 2 von 5 Bildern, glaube ich, die in der Optik sind. Der Rest ist Text. Axiomatisch. Gleichung. Auf der anderen Seite des Kontinents, also nicht in England, auf dem Kontinent, in Hannover eingekerkert sozusagen in der Bibliothek, Bibliotheksdirektor, also nicht eingekerkert, er reist wie verrückt rum. Leibniz, er ist Diplomat, er macht alles Mögliche, aber ein bisschen ist es schon Strafarbeit mit der Bibliothek. Und der kommt auf die Idee, ja, nicht nur die Naturwissenschaft kann man so beschreiben oder, ja, ich meine, er entwickelt parallel zu Newton die Differentialtechnik und ich finde, dass seine Formulierung die elegantere ist, aber das ist ein unendlicher Streit zwischen dem angelsächsischen Raum und dem zentraleuropäisch-französisch-deutschen. Und er hat nebenbei, sagte, man könnte die ganze Sprache so bearbeiten und schon wieder ein Logiker, der die Sprache wandeln will und hat diesen hier auf Französisch zitierten Satz, wenn wir uns in einem Streit befinden zwischen zwei Personen, dann wird man einfach sagen, Kalkulemus, lass uns rechnen, ohne weitere Diskussion und dann sieht man ja, wer recht hat. Es wird aufgelöst, indem einer hat, lässt sich beweisen, der andere lässt sich eben nicht beweisen. Ja, Herr Leibniz, Sie wären ein großartiger KIler geworden. Sie wären in jedem Fach großartig geworden, lassen wir das. Und es ist tatsächlich dahinter ein Funke, der in die Mathematik geht und der etwas, was man mathematische Logik nennt, startet.
die nicht nur in der Mathematik eine Rolle spielt. Es gibt das wunderbare dreibändige Werk von Russell und Whitehead, wo sie versuchen, die Arithmetik zu erklären, logisch, axiomatisch. Es gibt aus dem Hause hier den Herrn Reuleau, der die Mechanik axiomatisch erklärt und damit mit den Mechanikern Krach kriegt, aber auch mit den Mathematikern, aber trotzdem ein ganz, ganz großer ist, nur halt nicht im Kern der Mathematik. Es gibt den Generaldirektor der Mathematik, Herrn Hilbert. Generaldirektor der Mathematik ist in Mertens wunderbarem Buch beschrieben, weil er tatsächlich die ganze Mathematik in Europa und in den USA gesteuert hat, indem er unterschiedlichste Theorien vorangebracht hat. Hilbert, der ganz klar sagt, also wenn man die Geometrie, und er schreibt selber ein Geometrie-Lehrbuch, axiomatisieren kann, auf ein paar Seiten, sehr viel ist das nicht, was er da geschrieben hat, 90 Seiten, 100 Seiten vielleicht, dann muss es doch auch mit der Arithmetik gehen. Und das ist eine Aufgabe, nicht? Also macht das gefälligst. Sonst hat die Mathematik ja keine theoretische Grundlage. Und das ist eine der Grenzen für die Theorie, nicht? Die Theorie der Mathematik ist dann allerdings von Herrn Gödel in gewisser Weise in die Luft gesprengt worden, indem er zeigt, das geht nicht. Diese Grundlage haben wir nicht, weil wir leider entweder widerspruchsfrei arbeiten oder vollständig, aber nicht beides gleichzeitig, wenn wir sowas Einfaches wie die Arithmetik beschreiben wollen. Gut, Turing geht einen kleinen Seitenweg davon und erfindet das Modell aller modernen Computer. Kann man das wohl schon noch sehen, das abstrakte Modell, das Modell der Berechenbarkeit. Es gibt Streit manchmal über die Berechenbarkeit, aber 99,999% der theoretischen Informatiker finden, dass das der angemessene Begriff ist, dass man den höchstens eleganter machen kann. Es gibt noch ein kleiner Abweichler und es gibt Johnny Neumann, nicht? Also, ja. Janosz Neumann, der es geschafft hat, seinen ungarischen Titel in einen deutschen Fon umzuwandeln, den er dann in den USA trägt. Habilitiert an der Humboldt, lassen wir das. Der dann wirklich überlegt, wenn wir einen Computer bauen, da müssen wir ein paar Sachen bedenken. Und dann ein berühmtes Papier schreibt, wo die Grundlagen für einen modernen Computer drinstehen, das war geheim, alle kannten es. Also ich habe es von Billing erzählt bekommen, der während des Zweiten Weltkriegs bei Heisenberg gearbeitet hat und auch einen Computer gebaut hat, einen sehr einfachen, und immer noch immerhin Feind war, nicht? Also die Deutschen haben dann Göttingen besetzt auch und haben ihn verhört. Und wer ihn verhört hat, hat ihm dieses Geheimpapier von Neumann gegeben und hat gesagt, lesen mal, sehr interessant. Also es war nicht so, niemand hat die Mathematik wirklich ernst genommen in der Zeit, außer den Mathematikern, versteht sich. All die Leute haben eine Logik formuliert, die dann natürlich noch weitergeht und viele weitere Verästelungen hat, die ein bestimmtes Denken in der Argumentation vorgibt. Und das ist ein Denken, das monologisch ist. Das heißt, wenn ich das mache, dann kann ich das alleine machen. Dann brauche ich gar keinen, der mit mir redet. Es gibt keinen Dialog für weitaus die meisten Logiker. Und das ist halt das Besondere. Das ist der Blick von Euklid auf seine Zehenspitzen. Das heißt, ich mache Mathematik, weil ich richtige Ergebnisse haben will und ich lasse mich nicht dadurch stören, dass jemand jetzt einen anderen Gedanken verfolgt. Das ist so die Haltung. Es gibt Leute, Logiker, die dem entgegenstehen. Ich habe mal John Dewey genannt, sehr wichtig. Paul Lorenzen, der als Mathematiker streng innerhalb der formalen Logik arbeitet, aber als Beweismethode eine dialogische Methode entwickelt, die allerdings abstrakt dialogisch ist. Er redet mit sich selber. Aber es ist trotzdem
trotzdem ist es ein Schritt aus dieser monologischen Argumentationsweise raus in eine dialogische und in gewissem Sinne frei von mathematischen Bedenken Jürgen Habermas, der über den Dialog als Verständigung gutwilliger Menschen redet. Nicht? Also natürlich muss man eine gewisse Bereitschaft zum Dialog haben, sonst gibt es den nicht. Ja, aber wenn Menschen bereit sind, miteinander zu reden, dann kann man darüber reden, wie diese Rede ablaufen soll, wie soll das funktionieren. Und das ist das Spannende und darum geht es mir eigentlich. Ja, und wir haben das in der Ethik aufgegriffen, Debbie vor allem hat uns geschubst dahin. Es gibt aber eine lange Tradition in den USA, auch in England, auch in Skandinavien, die man unter dem Namen Critical Thinking einordnen kann. Nicht nur, aber das ist ein wichtiger Begriff, wo in der Schule und auch in den Anfangssemestern gelehrt wird, wie man einerseits sauber logisch arbeitet und andererseits aber argumentativ offen ist und miteinander reden kann und wie aus dem Reden miteinander dann Erkenntnis und Handlung entsteht. Konsens entsteht. Konsensorientiertes Argumentieren ist vielleicht das Beste, um das zu beschreiben. Das ist bei uns leider noch immer nicht sehr verbreitet. Also nicht die Tatsache, sondern als Lehre. Ja, ich würde mir wünschen, dass es mehr in die Lehre eingehen wird. Interessant ist, dass der Herr Glaser das definitiv mit Bezug auf die Frankfurter Schule geschrieben hat. Denn das Exil von Adorno und der Frankfurter Schule hat gewirkt in der Columbia University. Und da haben die geguckt, was machen die denn? Und haben es wunderbar, Glaser hat es wunderbar rumgedreht. Er hat sich nicht auf die sehr tiefen Überlegungen der Frankfurter Schule eingelassen, sondern hat gefragt, wie kann man das denn praktisch machen? Wie kann man praktisch dialektisch arbeiten? In Argumenten arbeiten. Inzwischen gibt es sehr viel mehr dazu. Das Ganze ist, naja, ein formalisiertes Gebiet. Wie gut es tatsächlich aussieht, ist so eine andere Sache. So, Schnitt. Ganz andere Frage, die auftaucht, aber damit zu tun hat. Ethik in den Technikwissenschaften. Das ist genau die Ecke, wo man über Argumentationen dieser Art reden muss. Es ist eben ein großer Unterschied, ob ich einen mathematischen Beweis führen will oder ob ich mich mit Leuten, die anderer Meinung sind, aber genau wie ich das gleiche Interesse an einer Lösung haben, wie ich mit denen reden kann. Und das ist die Frage nach einem ethischen Verhalten. Der VDI hat das faszinierenderweise wenige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg aufgegriffen, weil ja, es gab da ein paar Herausforderungen, sagen wir mal die Atombombe oder überhaupt Bomber oder Panzer oder Gaskammern. Also es gab ein paar Herausforderungen an eine neutrale technische Position, die einfach nur die Technik weiterentwickelt und sich überhaupt nicht dafür interessiert, was damit gemacht wird. Und da versucht der VDI mit einer kleinen Gruppe, das doch bitte einen Schritt zurückzutreten und nachzudenken. Und in gewisser Weise kann man sagen, aus der Sicht des FIF ist das unser Bezugspapier innerhalb der deutschen Ingenieurstechnik. Ja? Das Bekenntnis zur Verantwortung des Ingenieurs, ja. Also das Bekenntnis des Ingenieurs, also die Sprechweise ist natürlich alles so eine grauenvolle Vermischung von nicht mehr ganz faschistisch, aber ein Schritt zurück. Wir treten einfach vor den Faschismus und labern so, wie um 1900 die Theologen geredet haben. Und wenn man es dann liest, was im Einzelnen da steht, ich will das nicht jetzt nicht weiter sagen, aber der Ingenieur setze die Ehre seines Berufsstandes
über rein wirtschaftliche Vorteile. Ist das nicht schön? Ja, recht hat er. Das muss man machen. Ist jetzt nicht so ganz das, was im Moment als berufstaugliche Eigenschaft besonders gefordert ist, aber solche Sätze stehen da halt drin. Es ist ein Versuch, mit dem Grauen des Zweiten Weltkriegs, der ein technischer Weltkrieg war in erheblichem Maße, muss man doch sehen, nicht? Also die enorme technische Weiterentwicklung, die da passiert ist und an keiner Stelle zugunsten der Menschen eingesetzt wurde, das zu verarbeiten. Aber andere tun das auch, also es ist nicht nur der VDI und will ganz bestimmt da den Leuten nicht zu nahe treten, sondern innerhalb dessen, was man Informatik nennt, bricht das dann auch auf. In den 50ern entstehen wissenschaftliche und berufsständische Organisationen zur Informatik, in den 60ern auch. Und dann geht's los, 72 hat die ACM einen Code of Professional Conduct. Später sind das dann Canons, Ethical Consideration, Disciplinary Rules. Und jetzt gerade in diesem Jahr haben sie einen Code of Ethics neu vorgeschlagen. Die BCS, die British Computer Society, hat einen Code of Good Practice und später einen Code of Good Conduct. Nun muss man dazu sagen, Besonderheit der Briten, das ist eine Art Union. Also es ist so etwas wie eine Gewerkschaft. Das heißt, die haben eine wunderbare Eigenschaft aus der Sicht des Vereins, sie können Leute rausschmeißen. Und wenn sie die Leute rausschmeißen, kriegen die bestimmte Stellen nicht mehr. Im Staatssektor und so. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Damals war das so. Auch die ACM schreibt in ihren ethischen Leitlinien, das Member ist verpflichtet, sie einzuhalten. Das unterschreibt jedes Member, wenn er eintritt. Peng. Das haben wir natürlich nicht, weil wir sind ja viel liberaler. Wie liberal wir sind, haben wir gesehen, als wir im Rahmen der Nachrüstung versucht haben, im Informatikspektrum einen Zettel reinzulegen, der davor warnt, was mit dieser Aufrüstung passiert, dass automatische Antwortsysteme nicht verantwortbar sind und dass insgesamt die Idee einer weiteren Aufrüstung in Europa entschieden gegen unsere Vorstellungen von vernünftigen Entscheidungen ist. Und wir die Gut, das Präsidium der GI fand, das sei auf keinen Fall akzeptabel, dass wir in einer wissenschaftlichen Zeitung vom Range des Informatikspektrums so ein politisches Pamphlet reinlegen. Die Folge war, hier sind wir, die FIF ist gegründet worden. Mit einer gewissen Angst. Mit einer gewissen Angst auf der GI-Seite, jetzt treten da alle aus. Es ist niemand ausgetreten, soweit ich weiß. Mir ist keiner bekannt. Aber viele von uns sind Doppelmitglieder seitdem. Ja, so ist das halt. Der Punkt war an der Stelle, es war indiskutabel mit der Gründung des FIFs, dass wir über einen politischen Schritt innerhalb der GI in diese Richtung reden. Und ich bin da manchmal noch ganz negativ geprägt und freue mich deshalb so sehr, dass diese Tagung auf dem Plakat schon die GI stehen hat. Und das ist wirklich, immer wenn ich es jüngeren Leuten, naja, oder auch nicht ganz jüngeren, erzähle, wo das Problem ist, sagen die, wie, da gab es ein Problem. Ja, und das ist gut, so soll es sein. Ja. Wir sind da weg und ich war jetzt gerade am Montag bei den Fellows der GI und auch da habe ich gemerkt, über das Thema FIF redet niemand mehr, dass das zusammengeht hier in dieser Woche ist völlig gegessen. Das ist in Ordnung. Weil die FIF dann, die GI dann angefangen hat, als auch noch die IEEE einen Code of Ethics machte und die IFIP eine Taskforce einstellte, hat 87 die GI angefangen, eine Gruppe zuzulassen mit dem Namen Informatik und Verantwortung. Da ist ein Papier entstanden. Das wurde im Spektrum abgedruckt.
und war akzeptabel aus der Sicht der FIF, sage ich mal. Die FIF brauchte das nicht, weil das war ihr genetisches Erbe natürlich. Aber dass es in der GI dann doch über den Fachbereich 8 möglich wurde, so etwas zu formulieren, war ein großer Sprung nach vorn. Und dann gibt es tatsächlich 94 ethische Leitlinien der GI. Und die werden dann nochmal überarbeitet, 2004, das steht hier jetzt nicht drauf, glaube ich, ich sehe es nicht, aber doch, irgendwo wird es stehen. Und sind jetzt gerade wieder überarbeitet worden, in dieser Woche endgültig abgesegnet worden, aber im Juni beschlossen worden vom Präsidium. Und ich bin erschöpft von dieser Arbeit mit der Ethik, und das ist auch der Grund, warum ich heute darüber rede, weil es mich doch sehr beschäftigt. Nebenbei hat auch die Schweizer Informatik jetzt neue Informatikrichtlinien, hatten schon 2006 welche, aber haben jetzt gerade neu beschlossen, durchaus in Abstimmung mit uns. Der Präsident der Schweizer Informatikgesellschaft war in unserer Fachgruppe und hat mit uns geredet und hat, die machen es ein bisschen anders, aber nicht sehr. Und über die IFIP hat Don Gotterbahn von ACM mit unserem Vertreter geredet und sich sehr genau informiert, was wir machen, und die machen Ähnliches. Also da gibt es schon ein, würde ich mal sagen, ein erfreulich globales Bild, dass man auch Ethik innerhalb der Informatik vertreten kann und umsetzen kann. Das finden fast alle, bis auf einen, der ausgetreten ist aus der GI, aber sowas kommt vor. Ja, diese Leitlinien, 94 zum ersten Mal beschlossen und von den Mitgliedern auf Rückfrage bestätigt. Also die Mitglieder wurden aufgefordert, zu sagen, ob sie dafür oder dagegen sind, und es sind vielleicht 20 dagegen gewesen. Und weit über Hunderte dafür. Das war die Abstimmung. Natürlich kann man bei so einer Abstimmung nicht erwarten, dass alle Mitglieder sich da äußern. Ja, 2004 eben nochmal überarbeitet, deutlich überarbeitet, und jetzt haben wir eine Fassung, mit der ich selber sehr zufrieden bin. Da hat das Präsidium unter Anleitung von Stefan Ulrich auf der Präsidiumssitzung nochmal den ganzen Abend durchgearbeitet, irgendwie 6-7 Stunden und mehrere Flaschen auf dem Tisch, also nehmen wir an Wasser, haben sie am Schluss einen gemeinsamen Beschluss hingekriegt, der angenommen wird. Übrigens gab es auch eine Diskussion, die im Netz auch stattfand, 150 Beiträge dazu, die nochmal eingearbeitet wurden. Also wir können ganz zufrieden sein mit dem, was da jetzt rausgekommen ist. Im Laufe dieser drei Fassungen der ethischen Leitlinien ist eine Fachgruppe Informatik und Ethik entstanden. Er hat eine hübsche Website, kann ich nur empfehlen, drauf zu gucken. Kann man ein bisschen sehen, was sie tut. Und sie hat 2009 unter Leitung von Deborah Weber-Wulf angefangen, den Diskursgedanken in diese ethische Diskussion reinzubringen. Also nicht primär Leitlinien wie 10 Gebote, das war es nie, sondern eben die Auseinandersetzung über ethische Konflikte zu veranstalten, zu üben, anzuregen ist vielleicht das richtige Wort. Und es geht dabei um Analyse, Verständigung, Handeln. Und damit man das kann, muss man Verschiedenes prüfen. Zum Beispiel sind wir der festen Ansicht, dass es Fakten gibt und keine alternativen Fakten. Nur so als Beispiel. Also ein bisschen, ein Rückgriff auf die Logik ist schon da. Und dass man nicht unlogisch argumentieren kann und damit durchkommt. Das ist kein zulässiges Verfahren, sondern die Sätze müssen in sich logisch sauber sein. Und da glauben wir schon an die mathematisierte Grundlage der,
der Logik. Es ist wichtig, und da haben wir eine Anleihe bei Habermas, dass man die Interessen offenlegt. Es muss klar werden, wer redet in welchem Interesse. Zumindest auf Rückfrage muss er das wahrheitsgemäß sagen. Schwierige Sache, aber weniger geht nicht. Also das muss man schon verlangen, dass die Leute nicht eine Gruppe anlügen, indem sie, um einen Beschluss durchzusetzen. Wir entfernen uns also immer weiter von der Politik, wie man sieht. Dann soll ein Konsens gefunden werden und der Konsens soll im Idealfall zu einer Handlung führen. Was sind die Methoden dazu? Man muss die Problemstellung umreißen, man muss eine offene Fallbeschreibung machen, man muss eine fallbezogene Diskussion machen, es muss ein Resümee geben, dann kann auch gehandelt werden. Wir haben das in einem Buch initial dargestellt mit Beispielen, das jetzt auch schon ein bisschen veraltet ist, nicht 2009, Gewissensbisse. Und es gibt neben den Gewissensbissen gibt es im Spektrum, das ist diese Zeitschrift, die GI-Mitglieder immer gekriegt haben, jetzt kriegen sie sie elektrisch, aber bisher war das eigentlich gedruckt, da gab es immer eine Kolumne Gewissensbits. Und ich habe mit Überraschung gesehen, dass der von uns durchaus intern verwendete Begriff Gewissensbytes jetzt bei Google gelandet ist. Und ein hübsches weiteres Beispiel, dass diese Firma furchtbar gern sucht. Und wenn sie was findet, dann klaut sie es. Aber das sind nur so Kleinigkeiten. Also es hat mich überrascht, weil sie mit uns, soweit ich weiß, nicht geredet haben darüber. Aber sie machen jetzt gerade eine Veranstaltung dazu. Ist nichts Schlimmes. Also wir haben es nicht geschützt und im Gegenteil, wir sind eigentlich froh, wenn es verwendet wird. Gut, da gibt es Fallbeschreibungen, von denen das ausgetretene Mitglied geschrieben hat, sie seien dämlich. Das finden viele nicht. Und das ist ganz interessant. Die Fälle sind eine Beschreibung, eine Seite von einem Konflikt. Und der Konflikt wird 3-4 Leuten vorgelegt, die eine Gruppe bilden und die müssen dann darüber reden, wie zu entscheiden ist. Und nach meiner Erfahrung bei diesen Konfliktdiskussionen ist es ganz einfach, am Anfang sagen dann 3 oder 4 Leute, ja, ist alles klar. Und dann sagt man zu der ersten Person, bitte erklär mal, was alles klar ist. Was ist der Fall? Worum geht es hier eigentlich? Dann erzählt er was oder sie. Und dann sagt der Zweite oder die Zweite, das stimmt aber nicht, so ist es nicht. Du hast nicht bedacht, das. Und dann 3 und 4 reden auch rein. Und ich habe es erlebt, dass wir lange über so einen Fall geredet haben, witzigerweise mit dem Präsidenten der GI, wie man die längsten 3/4 Stunde gebraucht, um irgendwie rauszukriegen, was überhaupt der Fall ist, also worum es eigentlich geht. Das aber ist eine Eigenschaft, die Informatikerinnen und Informatiker unbedingt brauchen, dass sie verstehen, wo ihre Systeme eingesetzt werden, wofür ihre Systeme eingesetzt werden und was schiefgehen kann. Und das geht nicht, indem ich schnell mal irgendwo drauf gucke und sage, ja, ist alles klar, ist in Ordnung, stören Sie mich nicht, ich bin gerade hier am Compiler reparieren oder sonst was, sondern dass man diese Fähigkeit erwirbt, letzten Endes im Diskurs miteinander solche Sachen zu durchschauen. Ich glaube nicht mehr dran, dass man das ohne Diskussion hinkriegt. Da gibt es immer Verkürzungen, immer Engsichten und Fehler. Das ist ein wesentlicher Anlass, Fehler zu machen. Dass Systeme falsch konstruiert werden, weil die Vorgaben entweder nicht verstanden werden oder so bescheuert waren, dass man damit nichts anfangen konnte. In beiden Fällen hätte vorher gesprochen werden müssen. Das ist nun mal eine Eigenschaft, die Menschen haben. Machine Learning hilft da eher weniger. Obwohl ich gerade letzte Woche ein System gefunden habe, das Argumentationen aus der Suchmaschine rausholt und dann kontroverse Positionen, die Argumentationen aufbaut. Krank. Entschuldigung, falls die Kollegen hier sind. Das wird nicht gehen. Gut. Wir haben die Website Gewissensbits,
Da sind viele, viele solche Fallbeispiele und das schreit danach, dass wir irgendwann auch noch ein zweites Buch haben. Die möglichen Täter sind auch hier. Sehr schön. Okay, ich will da jetzt nicht weiter drauf eingehen, sondern sagen, was sind die Ziele dieser Diskursorientierung? Kooperation, Achtung der Randbedingungen, auch Achtung in den Rahmen der Leitlinien haben wir das festgehalten. Das Grundgesetz kann nicht einfach umgangen werden. Die Menschenrechte können nicht einfach umgangen werden. Können wir nicht einfach sagen, nee, das gilt bei uns nicht oder so etwas. Also wer das tut, der gehört nicht hierher, der gehört auch nicht in die Gegend. Mehr Mittel haben wir leider nicht an der Stelle. Argumente sollen offen ausgetragen werden, nicht im Marketing-Speech, sondern offen. Offenlegung der Interessen, gleiches Problem. Versuch wechselseitigen Verstehens und eine Konsensorientierung, so dass Handlung möglich wird. Und ich würde mir wünschen, dass da die Informatiklehre durch solche diskursiven Elemente ergänzt wird. Dass ein Seminar nicht nur heißt, ich bin in der Lage, einen komplizierten wissenschaftlichen Text zu lesen und ihn so zu wiederholen, dass niemand mehr richtig widersprechen will, sondern dass man eben miteinander redet, geht das so, geht das nicht so. Eigentlich ist das ja für die Arbeitsweise bei der Entwicklung von Projekten nicht so untypisch, dass Leute miteinander reden müssen. Und das sollten sie lernen, das sollten wir mehr üben. Das heißt, wir sollten Seminare und Übungen durch solche Elemente ergänzen und erweitern. Ja, das ist es dann auch schon. Schönen Dank.